jetzt auf deinen Stuhl oder auf deinen Hocker. Schau, dass deine Beine ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander sind. Die Füße fest auf deinem Boden stehen. Dein Bauchnabel an die Wirbelsäule geknüpft ist. Und deine Schulterblätter leicht nach hinten runtergezogen sind. Dann streck ein Bein nach vorne aus. Gib deine Arme nach oben. Zieh dich lang nach oben, streck dich nach oben und komm jetzt mit geradem Rücken nach vorne runter. Und richte dich wieder aus. Streck dich nach oben und komm gerade nach unten. Streck dich aus. Vorne. Kannst du auch zur Seite machen, zum anderen Bein, runter und wieder strecken. Seitlich nach unten. Wieder strecken. Und zweimal zur Seite. Lang nach oben strecken. Ein letztes Mal. Geh die Arme wieder hoch. Du kommst zur Mitte, stellst das Bein an, streck das andere Bein aus, streck dich lang nach oben und komm nach vorne und wieder nach oben. Gerade Rücken nach vorne und wieder nach oben. Mal nach vorne, oben, gerade, stell den Fuß an und senke deine Arme, locke ein bisschen deine Schultern aus und hab die Arme einfach seitlich, zieh nochmal bewusst deine Schulterblätter leicht nach oben runter und bewege dein rechtes und linkes Bein im Wechsel nach außen. Außen drehen. Außen. Nimm jetzt deine Arme seitlich und öffne den Brustkorb weit und dreh weit nach außen. Mal drehen, zurück und gib jetzt deine Arme nach vorne. Denk dran, dein Hals ist lang, dein Bauch ist fest. Dreh ein Bein nach außen und öffne dich. Zurück, das andere Bein. Öffnen. Zurück. Öffnen. Zurück. Zwischendurch, dass deine Sitzposition noch richtig ist. Richte dich auf, knöpfe den Bauchnabel an die Wirbelsäule, zieh die Schulterblätter leicht nach hinten runter und nimm jetzt einen Arm nach oben, streck ihn lang nach oben, deine Nasenspitze zeigt nach vorne und du neigst den Rumpf zu der überliegenden Seite ganz weit und kommst zurück und senkst den Arm. Bleibe immer bei derselben Seite, der Arm geht hoch, du neigst den Rumpf weit zur Seite und wieder zurück. Das Ganze kannst du auch mit deinem Atemrhythmus machen. In der Ausatmung hebst du den Arm, neigst deinen Rumpf zur Seite, in der Einatmung kommst du wieder zurück. Zweimal.
deine Arme herunter. Du lockerst ein wenig deine Schultern. Findest wieder deine richtige Sitzposition und gibst deine Hände jetzt in deinen Nacken. Schau, dass deine Nasenspitze nach vorne zeigt. Denk daran, dass dein Bauch immer noch fest ist, der Bauchnabel an die Wirbelsäule geknackt. Die Nasenspitze zeigt nach vorne. Jetzt zieh mal deine Ellbogen ganz weit nach hinten, sodass sich dein Brustkorb ganz weit öffnet. Dreh deinen Rumpf zu einer Seite, löse die Arme und schiebe sie zur Seite raus. Die Hände in den Nacken zurück. Und langsam. Ganz machen wir erstmal zu einer Seite. Wir bleiben bei derselben Seite. Ellbogen nach hinten. Zur Seite drehen. Und schieb die Arme seitlich raus. Wieder in den Nacken zurück. Nach vorne zurück. Wieder zur Seite drehen. Arme herausschieben. In den Nacken zurücklegen. Und nach vorne kommen. Zweimal noch zu der Seite. Drehen. Zu der Seite. Zurück. Zur Mitte. Letzte Mal drehen. Zur Mitte. Und einmal die Arme senken. Gehen die Hände in den Nacken zurück. Richte deine Wirbelsäule noch einmal schön auf. Knüpf wieder den Bauchnabel an die Wirbelsäule. Vielleicht stellst du dir auch mal vor, du hast hier auf dem Kopf ein Fädchen, das sich immer wieder aufrecht nach oben zieht. Zieh die Ellbogen nach hinten. Die Füße sind immer noch aufgesetzt. Und jetzt kommst du mit geradem Rücken vorne. Zieh den Bauch Richtung Oberschenkel und richte dich langsam wieder auf. Die Ellbogen sind immer nach hinten gezogen. Das kannst du auch wieder im Atemrhythmus. In der Ausatmung kommst du nach vorne. Und in der Einatmung wirst du wieder gerade. Mach das Ganze in deinem Atemrhythmus. Vor. Zieh noch einmal bewusst deine Ellbogen nach hinten und erst dann senkst du. Locker die Schultern ein wenig auf. Und lege jetzt die Arme zur Seite. Die Handinnenflächen zeigen nach unten. Immer noch ist deine Mitte ganz fest. Die Schulterblätter nach hinten runtergezogen. Das Fädchen auf deinen Kopf zieht dich nach oben. Die Arme sind richtig schön auf Spannung. Jetzt beweg mal deine
kleinen Bewegungen hoch und tief. Kleine Bewegungen hoch und tief. Dabei führst du die Arme jetzt mal nach vorne, sodass die Daumen zueinander kommen. Den Daumen nach hinten, die langen Arme nach hinten bleiben jetzt weit geöffnet. Das geht noch einen kleinen Moment. Und so senkst du deine Arme und lockerst die Schultern aus. Wir sind fast am Ende. Wir lockern ein bisschen den Schultergürtel. Dabei habt ihr die Arme ganz locker neben dem Körper. Wenn so zwei Gewichte an den Händen sind und die Arme schwingen ganz locker, nach links und rechts, auch mal beide gleichzeitig. Kommen die Arme auch schon wieder zur Ruhe? Dann steh noch einmal ganz kurz auf. Stell deine Füße unter deine Hüften. Richte dich auf. Leg noch einmal überkreuz deine Hände auf die Brust. Atme mal ganz tief ein und wenn deine Ausatmung kommt, dann öffnest du dich nochmal ganz, ganz weit. Deine Einatmung kommt, gehst du zurück. Ausatmung kommt, öffne dich weit. Ein letztes Mal noch. Mitmachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.